Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party Blood Drive. Jetzt sollte es eigentlich möglich sein, dass wir hier weitergehen. Hier kommen wir noch nicht lang. Aber... Oh, oh mein Gott, der Draht. Ich hätte ihn fast übersehen, ohne Scherz. Okay. Boah, wir haben ihn gerade noch so durchtrennt. Boah, das war knapp. Was? Was ist jetzt? Vorsicht. Ei. Was ist los, Niva? Ich dachte, ich hätte gehört, wie jemand meinen Namen ruft. Aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. An einem Ort wie diesem jagst du den Profit hinterher? Du bist wirklich ein verlorener Fall. Das hört sich komisch an, ein verlorener... Also bei dir ist Hopfen und Malz verloren, Aiko. Das ist wahrscheinlich Nao, oder? Also ich weiß nicht, ob es Nao ist oder halt wohl eher nur eine Kopie in der Heavenly Host von ihr. Aber... Okay, der wurde entfernt. Ich guck mal... Was ist jetzt? Vorsicht, nicht reinlaufen, ihr Dovis. Ein Geist. Ich dachte schon, ich hätte vom Boden Seufzer gehört. Scheinbar versteckte sich eine Entität in dieser Masse aus Fleisch. Vergiss die Analyse, Niva. Zeit zu rennen. Ah. Was hat der denn jetzt gemacht? Versteck mich mal kurz. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt nötig ist. Weil es sah fast so aus, als wäre er verschwunden. Und das Herz ist eigentlich auch total normal. Also sind überhaupt keine Ringe zu sehen oder so. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Ich guck nochmal. Vielleicht ist es einfach so, dass wir da nicht vorbeikommen können. Ich guck mal. Ich traue mich da nicht ran. Ich gehe da nicht ran, glaube ich. An den Zettel, der da hängt. Oh, 04244444444. Was für eine Art von Telefonnummer ist denn das? Das ist ein EMF-Spike? Jemand versucht zu kommunizieren. Interessant, wie er das Handy ans Ohr hält. Numa! Bleib fort! Saigo! Hör auf deine Freundin, wenn sie sagt, dass du nicht hier sein sollst. Sayaka-san, hola! Es ist Sayaka, hör hin! Inum! Bleib fort, Numa! So, kashira. Bist du dir sicher? Doushite wakaranai da? Sayaka! Sayaka! Wie kannst du dir nicht sicher sein? Sayaka! 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 Was versuchst du zu sagen? Wo bist du? Ich komme dir zu helfen. Halte durch! Haruki, warte! Ich kann mir das immer nicht merken, wie die das aussprechen. Oh mein Gott, das ist ja ein wahres Labyrinth da. Seht ihr das? Tu es nicht. Sayaka! Sayaka! Soko ni iru no ka? Sayaka! Bist du da, Sayaka? Ima iku so! Ich bin auf dem Weg! Nein! Oh, du bist so doof. Tomatte! Haruki, stopp! Nanda yo, sakki kara! Was ist dein Problem? Wana kamoshirenai! Das ist vermutlich eine Falle! Baka no! Das ist doch albern! Ja, in der Heavenly Host ist das albern. Du hast doch die anderen Fallen mit eigenen Augen gesehen, richtig? Diese Schule will uns tot sehen. Okay. Wartet. So. Ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt eigentlich machen soll. Soll ich zu diesem Schrank?
Okay. Hör doch hin, du kannst sie hören, das ist Sayakas Stimme. Inumaru, lass mich raus! Sayaka! Oh nein. Das sieht irgendwie nach Bad End aus. Inumaru, Naho, Hilfe! Ja, ich denke, wir wollen aber das Bad End sehen, oder? Oh! Oh, ich war zu langsam. Ich habe gar nichts gedrückt eben. Es war einfach, ich hätte schneller entscheiden müssen. Ich entschloss mich, Haruyuki gehen zu lassen, da ich dachte, dass es unwahrscheinlich wäre, dass ich ihn aufhalten könnte, selbst wenn ich es versuchen würde. Seine Liebe zu Sayaka war einfach zu stark. Sayaka! Wow, was war das? What? Das war ein riesiger Mund. Ein riesiger Megamund. Und was war das jetzt? War das jetzt ein Bad End? Oder wieso ist dieses Ladesymbol da jetzt so lange? Was ist jetzt passiert? Hallo? Hallo? Vielleicht wurde er gefressen mit Haut und Haaren. Das Geistermonster, welches nur aus einem Mund bestand, hat ihn einfach verschluckt. Aber wenn es nur aus einem Mund besteht, dann fällt es ja eigentlich hinten einfach wieder raus, ne? Was soll denn das? Wieso lädt denn das jetzt so lange? Ernsthaft mal. Das ist ein bisschen unrealistisch, ja? Das gibt's doch nicht. Ach, ich musste schon wieder drücken. Das gibt's doch nicht. Wieso machen die denn ein Ladezeichen, wenn man dann... Naja, egal. Was soll ich tun? Unsere nächsten Opfer sind angekommen. Das wird lustig. Wie werden sie wohl für uns schreien, frage ich mich. Haha. Und wie könnten wir sie am besten töten? Ich kann es kaum erwarten, es herauszufinden. Lass sie uns von hinten erwischen. Ich will... Ich will nach Hause. Ah, zielen wir auf das Genick. Aiko! Aiko! Du bist gekommen! Du darfst nicht kommen! Lass mich raus, bitte! Nao! Nao ist nicht hier! Du musst zurückkehren. Sayaka. Nein, geh nicht. Was war das für ein Geräusch? Oh oh. Ich sah auf meine Füße und sah, dass Blut zwischen meinen Beinen hinunterlief. Ich blutete. Aus dem Groin? Was ist das? Sekunde, ich guck mal kurz nach. Ah, das ist sowas von Bad End. Das kann ich garantieren. Wir hätten ihn halt schnell aufhalten müssen. Aus der Leiste oder aus der Hüftbeuge. Ja, genau. Wie ein Brunnen blutete es. Es wurde mehr und mehr mit jeder Sekunde. Bald schon war ich quasi in einem Pool meines eigenen Blutes. Ein Stück rötlich-schwarzes Fleisch fiel als nächstes hinab und landete mit einem lauten Splash. Dann ein rotes, ein orangenes, ein weißes, ein schwarzes. Oh, das sind meine Organe. Ich spürte einen weiteren Pool aus Blut, der nun aus meinem Hals emporstieg. Mein Blickfeld ging in beide Richtungen, als wäre mein Kopf in der Mitte entzwei
in zwei geschlagen worden. Die Welt wurde dann unkenntlich, während ich in den Pool zusammenbrach. Oh. Oh, okay. Dieser Typ wieder. Ein Wrong End. Ah, dafür haben wir auch eine Trophäe erhalten. Yay! Okay, aber jetzt drücke ich immer, wenn irgendwelche Symbole sind. Ja, klar. Die Safe Data wollen wir auf jeden Fall trotzdem speichern, genau. Oh, jetzt müssen wir tatsächlich von hier. Lasst uns mal ganz kurz die Chance nutzen. Und ich gucke mal ganz kurz, an welcher Stelle wir rauskommen, wenn ich das hier nehme. Weil ihr hattet mich schon darauf hingewiesen, dass ich quasi das erste Bad End des Spiels direkt verpasst habe. Als wir nämlich mit Mayu konfrontiert werden, hätte ich mich einfach von ihr umbringen lassen sollen. Genau. Und dann hätten wir... Ja, das sieht doch gut aus. Wow. Ei! Oh, ich bin so doof. Tut mir leid. Okay, hier war die Leiche. So, dann gehe ich einfach mal hier hoch. Und dann müsste das jetzt ziemlich schnell getriggert werden, oder? Oder war das hier sogar schon gewesen? Das weiß ich jetzt leider nicht. Kann sein, dass es sogar schon... Hier ist der Schrank. Ah, da. Ja, komm, komm zu mir. Jetzt lassen wir uns einfach von ihr erledigen. Weiß ich gar nicht, wie lange das... Oh, oh, es ist schon rot. Also super lang wird es wahrscheinlich gar nicht dauern. Weil wir wollen ja schon eigentlich wieder vollständig haben, ne? Die Wrong Ends oder Bad Ends oder... Ne, hier heißen sie Wrong Ends, genau. Now loading. Ich drück mal zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen. Oh. Das ist alles? Na egal, wir haben eine Trophäe dafür erhalten. Das war ja ein bisschen unspektakulär. Aber gut. So, dann ist es auch in der System Data gespeichert, dass wir das geschafft haben. Dann bin ich zufrieden. So, dann machen wir jetzt das Normale weiter. Und zwar da. Den aktuellen Stand sozusagen. Was wir natürlich auch noch ausprobieren könnten, wäre erst da rechts lang zu gehen. Aber nee, wir machen jetzt nochmal links lang. Genau. Und dann entscheide ich mich dafür, ihn schnell aufzuhalten, bevor es zu spät ist. So, ich mache wieder Licht an, damit wir alle wieder was sehen. Oh Gott, jetzt wäre ich schon wieder fast reingerannt. Das gibt's doch einfach nicht. Ich habe aber auch vergessen, dass ich nicht gespeichert hatte, nachdem ich das weggemacht hatte. Oh. Okay, kurze Sequenz. Ist aber nicht so schlimm. Eigentlich kann man die ziemlich schnell wegmachen. Aber ich glaube, dann speichere ich nochmal, damit wir die nicht nochmal gucken müssen, falls ich irgendwas vermassle. Ich glaube, dadurch, dass sich die Figuren jetzt auch bewegen, während sie reden, dauert es halt ein bisschen länger als jetzt in diesen Visual Novel-artigen Szenen. Da kann man das so mega schnell wegklicken, weil es ja sowieso nichts passiert. Also ich sag mal von der Bewegung oder so her. Genau, man könnte halt auch zuerst dahin. Aber ich glaube, wir machen jetzt ganz normal das hier noch weg. So, super. Und dann gehen wir hier schon mal hin. Machen wir die Szene noch weg. Okay. Und dann rennen wir gleich fort. Aber der verfolgt uns ja irgendwie scheinbar nicht. Oh, diesmal verfolgt er uns. Was ist denn hier los? Wieso? War das letztes Mal ein Bug gewesen oder was? Oh, es ist... What? Nein! Oh! Aua! Das ist ja voll fies! Und was kann ich jetzt machen, um den abzuhängen? Kommt er überhaupt hinterher, wenn ich hier lang gehe? Oder bleibt er da drin? Wieso ist der letztes Mal verschwunden? Das ist ja voll gemein. Letztes Mal war der einfach weg. Hattet ihr ja gesehen, er ist einfach in so einem blauen Licht so wlumm. Und weg war er. Da dachte ich schon, das wäre nur so. Ah, Mann, wäre ich mal einfach rausgeraten, statt in den Schrank rein. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Haben wir jetzt die ganze Zeit das Rote oder geht das von selber dann weg? Guck mal, jetzt ist er auch nicht mehr da. Wäre ich einfach mal rausgerannt. Jetzt speichere ich auch nicht. Jetzt bin ich sauer. What? Was ist los? Ah, okay. Es ist so rot geworden. Das war schon ein bisschen strange, ne? Jetzt haben wir wieder das mit dem Anruf. So. Und
Ja. Dann war das vielleicht ein Bug, dass der so verschwunden war. Ist auch nicht normal, so renn, man rennt los und der so, ich bin weg. Naja. Und hier hatte ich auch irgendwie was falsch gemacht. Ich bin da extra den Weg so durchgegangen. Ich glaube, es wird rot, weil wir verletzt sind. Das ist ja krass. Voll doof eigentlich. Okay, ich gehe mir jetzt einfach hinterher. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich nehme gleich eine Bandage dann. Aber erstmal gehe ich noch zu ihm. So, mein Lieber, jetzt stell dich hier nicht so an. Du kannst es hier nicht machen. Das ist zu gefährlich. So, okay. Wartet. Und? Wir halten ihn auf. Nicht! Lass mich gehen! Ja! Reiß dich zusammen! Aber echt mal. Das ist eine Falle, Mann. Nao. Nein. Das ist sie nicht. Doch, das ist sie, aber ihre Leiche. Oh nein. Oh, es tut mir leid. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Es tut mir so leid. Geh weg! Geht! Schuh! Ich glaube, er meint die Fliegen. Ich war nicht darauf vorbereitet, mich dem Tod eines Freundes zu stellen. Geschieht das wirklich? Haruyuki-kun, Sayaka-chan wa zannen da keredo, kou nattara, watashitachi no anzen no kakuho ga yusen jikou yo. Es tut mir leid wegen Sayaka, aber unsere Priorität momentan ist, hier einfach lebendig rauszukommen. Wir müssen Ayumi Shinosaki finden. Arme Sayaka, wir sollten etwas von ihr mit zurücknehmen, um ihre Erinnerung aufzubewahren. Oder zu bewahren. Deine Schuld. Was? Du, ist das nicht alles deine Schuld? Es tut dir leid? Du willst ihre Erinnerung bewahren? Willst du mich verarschen? Ist dir das denn total egal? Hast du überhaupt irgendein Gewissen? Heavenly Host Elementary, das Nirvana, das alles. Du hast Sayanoki doch diesen Bullshit erzählt. Und du wusstest, was das bedeuten würde für Sayaka. Sie wollten doch so ein Detektivduo des Übernatürlichen werden. Du wusstest genau, dass ihre Handlungen auch einen Einfluss auf sie haben werden. Wieso konntest du das nicht sehen? Ich bin ein Intelligence Agent.
Ich bin stolz auf das, was ich tue, und ich tue es so gut, wie ich kann, egal was geschieht. Und ich bin nicht verantwortlich für das, was die Leute mit meinen Informationen tun. Das weißt du. Es tut mir... Ach du Scheiße. Oh nein. Das ist alles deine Schuld. Was du getan hast, ist unvergeblich. Unvergessbar. Nicht zu vergeben. Ach du Scheiße. Das Darkening. Was ist er? Ein Höllenhund? Ist es das, was das Darkening einer Person antut mit hohen spirituellen Fähigkeiten? Haruyukis Geist läuft amok. Ach du Scheiße. Oh Gott. What? Ist das etwa auch ein Wrong End? Wurde ich gerade zermalmt? Nee, scheinbar nicht. Der verfluchte Flyer, den ich von der Wand genommen hatte, er lacht mich aus. Was muss ich denn jetzt machen? Was passiert denn jetzt? Wo gehe ich denn jetzt hin? Was ist hier los? Ich bin ganz verwirrt. Bin ich in Wrong End gerannt, oder was? Was tue ich denn nur? Nao, ich wollte doch nur... Ich wollte doch nur ein letztes Mal mit dir sprechen. Ich brauche das Geld nicht. Nicht mal das Buch interessiert mich. Oh nein. Oh nein! Bitte Gott, bitte rette mich. Und damit verlor ich mein Bewusstsein. Ist das ein Wrong End? Ah, oh, das ist das Ende des Chapters. Oh, krass. Okay. Nao Sayanoki wurde hinzugefügt und dann in der Enzyklopädie Haruyuki, The Darkening, Aiko, PL Promotions. Ist ja interessant. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann auch einen Cut. Und dann würde ich aber gerne noch einmal ausprobieren, was passiert dann, also in der nächsten Folge, wenn man da oben rechts in den Raum reingeht. Also wenn man dieser Stimme folgt, statt dann direkt links zu gehen und damit ja scheinbar das Ende des Chapters auszulösen. Genau. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Corpse Party Blood Drive wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.